herzlich willkommen zurück zu meinen Tutorials. Ich weiß, ich habe lange Zeit schon nichts mehr gehört. Ich hatte eigentlich versprochen, jede Woche was zu bringen und habe es jetzt tatsächlich nicht geschafft. Zum einen lag das dran hier, Ärmchen. Ist zwar jetzt um einiges viel besser geworden. Ich brauche es jetzt auch nur noch so ein bisschen privat zum Sport und nachts, vor allem nachts, zum Tragen. Zum anderen hatte ich jetzt eine Umstellung mit der Arbeit. Ich bin von einem Arbeitgeber zu einem sehr guten Arbeitgeber gewechselt. Also noch ist er sehr gut, aber das Team ist nett. Ich habe ein Team. Das Team ist nett. Die Arbeitszeiten sind sehr gut. Man hat Ausgleichstage, also alles drum und dran und echte Verbesserung. Und da hatte ich eben eine Umstellung. Klar, jetzt kommt auch noch Weihnachten. Ich war im Primark mit meiner Familie mal shoppen. Ja, das sind so Dinge. Aber heute, zum heutigen Nikolaus, bringe ich euch ein kleines Tutorial. Ich habe den 5 Minuten gemacht und falls ihr irgendwie noch kein Weihnachts-Nikolaus-Geschenk irgendwie habt oder einen Stiefel vielleicht nochmal ein bisschen aufpeppen wollt oder falls ihr wirklich jetzt schon rangeht an die Weihnachtsgeschenke und so noch so einen schönen kleinen Geschenkanhänger oder halt dementsprechend von dem großen Ganzen, wollte ich euch das Tutorial zeigen, wie man Love Potions oder halt Liebestrank dann dementsprechend selber herstellt. Und es funktioniert, was ihr braucht. Und alles drum und dran folgt jetzt. So, dann geht's los mit was wir brauchen. Glas Wasser oder ihr könnt auch Wodka nehmen, wenn es ein bisschen mehr Bums haben soll. Ein Löffel. Dann habe ich da essbaren Glitzerpuder in Gold. Ich weiß, ist nicht ganz originalgetreu, aber falls ihr Silber habt, nehmt Silber. Ich habe die Zeit Gold genommen. Rote Lebensmittelfarbe und ein Satinbändelchen. Dann noch ein Behältnis, das habe ich bei Amazon gefunden. Dann noch ein Trichter, da habe ich jetzt von so einem Zuckerspritzkanüle halt einfach genommen. Und dieser kleine Aufhänger, der war auch beim Gefäß mit dabei. Falls nicht, ihr kriegt sowas auch beim Baumarkt oder im Bastelladen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, machen uns ein bisschen Platz, damit wir dann auch gescheit arbeiten können. Das Glas Wasser. Oder eben Wodka, falls es ein bisschen mehr Schwung haben soll. Da packen wir etwas Lebensmittelfarbe rein. Dadurch, dass ich ja eh schon nur Goldpuder da habe, habe ich dann auch gesagt, da mache ich jetzt auch mal schön kräftig die Farbe. Wer sich gern am Original halten möchte, der nimmt halt wirklich nur zwei Tropfen von der roten Lebensmittelfarbe. Sonst habt ihr dann auch so schön Gryffindor-Rot. Eben zu den Liebestränken, die ja eigentlich mehr oder weniger verboten sind, Fred und George Weasley trotzdem verkauft haben ohne Ende, ist es ja so, dass es da auch verschiedene Arten gibt. Legt mich bitte nicht fest auf die richtige Anzahl, aber ich glaube, es waren 4 verschiedene Arten. Und da gibt es auch wirklich Unterscheidungen im Aussehen. Und ich dachte so, ja, glitzert, ist golden, so nicht. Dann habe ich halt jetzt ein eigenes kreiert. Das Ganze gut umrühren. Keine Sorge, da bleibt nichts davon am Glas zurückstehen, wenn man es gespült hat. Es ist auch unbedenklich, dadurch, dass diese Glitzerfarbe, wo ich habe, das ist eben Lebensmittelglitzer. Also was jetzt auch dann Konditoren oder so weiter dann nehmen, um dann ihre Marzipanröschen Gold einzumalen. Eben drum kann man alles essen. Kann man bedenkenlos trinken. Für Wirkung im Bereich von Zuneigung und sonstigen Hufflepuff-mäßigen Gefühlsausbrüchen übernehme ich hier keine Garantie. Dann stellen wir uns den Trichter und füllen das Ganze dann ein. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch gut sehen, wie das da halt reinfließt. Ab und zu mal den Trichter anheben, weil es entsteht, keine Ahnung, Unterdruck oder so irgendwas. Auf jeden Fall ab und zu mal anheben, dann läuft die Soße auch leichter rein. Jetzt könnt ihr mir hier schön beobachten, wie ich da jetzt das Zeug reinfülle. Jo. Und, falls ihr Lust und Laune habt, jetzt gerade, wenn wir so ein bisschen Wartezeit haben, könnt ihr natürlich euch noch ein Etikett dazu basteln, malen, was auch immer. Ich habe jetzt keins gemacht. Erstens, Liebestränke eben nicht gerade besonders legal in der Harry Potter Welt. Da wird nicht jeder gleich hier mit so einer Reklame laufen. Ich habe hier einen Liebestrank.
Zum anderen fand ich es jetzt schwierig, auf das kleine Fläschchen ein Etikett drauf zu machen. Wenn ihr eine größere Flasche habt, dann könnt ihr auch dementsprechend ein Etikett leichter drauf machen. Oder ihr lasst es einfach so wie ich einfach so und lasst diese goldglitzernde Wirkung auf euch wirken. So, Korken drauf, falls ihr das Ganze irgendwie verschicken wollt, als Geschenk oder eben als Geschenkanhänger. Guter Tipp, mit einem Klebeband oder es gibt so diese elastischen Bänder, wo gerade so auch Getränke handeln oder so manchmal haben oder so diese Brauereien oder so irgendwas. Damit das Ganze verschließen, dann läuft euch auch garantiert nichts rüber, weil so reingesteckt muss man jetzt auf den Druck hoffen. Und ja, nicht, dass es dann ausläuft und dann das Paket irgendwie nass wird oder klebrig. Den Haken habe ich jetzt da einfach reingedreht. Das ist einfach dafür da, dass es dann das Mäntelchen leichter durchziehen kann. Siehe hier. Man kann das eben dann so durch die Spitze, wenn das Band eh ein bisschen abgeschrägt ist. Ihr könnt auch sonst das Ganze irgendwie mit einem Nadel bzw. Stecknadel dann dementsprechend einmal durch und dann da durchschieben. Und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Ja, ich weiß, das Pink beißt sich jetzt ein bisschen mit dem Rot. Beim nächsten Mal. Und eben, Bandfarbe oder ihr nehmt eine andere Bandfarbe, wie ihr möchtet. Das war jetzt auch schon das gesamte Tutorial für diesen Liebestrankzauber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ach ja, und vergesst nicht, Nikolaus, Weihnachtsmann. Einziger Tag, wo man dann sich freut, dass einer einbricht. Also dann, frohen Nikolaustag.